Krieger kommt, stürmisch wie der Wind. Und bald fühlst du dich hilflos wie ein Kind. Was heißt das? Fernbelt. Armseliger Feigling! Früher oder später muss man sich seinen Gegnern stellen. Nicht gut genug, Sunny Boy. Ich bin dir auf der Spur. Selbst wenn Ellen sich aus dieser Lage befreien kann, es wird immer wieder was Neues, Schreckliches passieren. Wenn jemand immer seine Emotionen unterdrückt, dann zieht er negative Energien an. So viele, bis sie so stark sind, dass die schrecklichsten Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass man im Dschungel endet. Das war kein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Wer ist jetzt dran? Ich bin dran. Oh, wirklich? Schön. Warum hast du uns nicht vor dem Kerl gewarnt, der einfach so auf Menschen schießt? Oh, das wusste ich nicht, okay? Es kommt drauf an, wie die Würfel fallen. Ist das der Grund, warum du nicht spielen wolltest? Ach. Du wolltest also auch nicht spielen. Wir haben etwas vor 26 Jahren angefangen und jetzt müssen wir es zu Ende bringen. Hast du doch gesagt. Was ist zwischen dir und diesem Kerl? Er ist Jäger und schießt auf alles Mögliche. Und zurzeit ist er auf der Jagd nach mir und will mich töten, okay? Wieso dich? Wieso mich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er mich nicht ausstehen kann oder was er von mir will. Vielleicht ein Parish für seine Trophäenwand. Macht euch bestimmt gut dran zwischen Pinguin und Polarbär. Ihr solltet euch vielleicht zusammensetzen und über eure Differenzen sprechen. Bist du verrückt? Der Mann hat ein Gewehr. Nenn mich nie wieder verrückt, Ellen. Nie wieder. Denn alle in dieser Stadt haben mich für verrückt gehalten, seit ich erzählt habe, dass du in dieses Spiel geflogen bist. Ich meine ja nicht, am dass du verrückt bist. Am besten ich würfel einfach. Weißt du, wie das ist, wenn man als das Mädchen, das den Mord an Ellen Parrish sah, bekannt wird? Denkst du, irgendjemand ist zu meinem 14. Geburtstag gekommen? Hallo, Jessica, ich bin jetzt dran. Billy, wer? Ich würfel. Hast du Amnesie? Komm, Madame Serena, tauch mal in die tieferen Regionen deines Hirns. Hier, wirf einfach. Die Erinnerung nach deinem alten Freund Billy aus. Der kleine Junge, der dein Fahrrad gestohlen hat. Nein, der große Junge, der dich wahrscheinlich so... Es ist kein Donner, lass dich nicht narren. Es wäre fatal, hier zu verharren. Nein, du bist unreif. Nein, du! Ja, das bist du. Ich weiß, dass du es bist, aber ich bin... Also gut, ich würde mich doch nie mit so einem dummen Jungen einlassen. Hör doch!